Hallo ihr Hübschen, willkommen zu einem neuen Video und zwar einem Haul. Wer mir bei Instagram folgt, weiß, ich war gestern bei HEMA und wir starten einfach mal mit diesen beiden Boxen, die ich gekauft habe. Ich finde die irgendwie schön mit dem Mint und dem Braun. Ich hätte mir gewünscht, dass das untere noch genauso ist, aber ja, ich finde sie trotzdem schön. Ja, ich habe sie gekauft für meinen ganzen Filofaxing-Kram. Ich zeige euch mal eben, wie die innen aussehen. So, das soll jetzt nur eine kurze Übersicht sein über meine Washi-Tapes. Hier eben so Samples, die ich von der lieben Patricia und meiner süßen Eileen bekommen habe. Und ja, der Rest ist selbst gekauftes Washi-Tape. Ja, und hier habe ich eure beiden Briefe, weil ich die toll finde. Ja, soll jetzt nur eine kurze Übersicht sein. Und die andere Box ist etwas voller. Ich habe hier oben meine Bastelmatte. Wenn ich das wegnehme, habe ich hier schon wieder diesen Rotstich. Habe ich hier diverse Sticky Notes und Sticker und meine Masking Sticker Sets und allen möglichen Kram. Hier auf der Seite habe ich so bunte Briefumschläge und Karten, die gab es bei Chibo. Ich habe hier so buntes Papier. Da habe ich mein Mäppchen, noch ein paar Stifte unten drunter. Dann dieses Prägeteil von HEMA. Ne? Kleber. Kleber. Und einen Locher. Ja. Auch nur eine kurze Übersicht. Ich finde es hier noch ein bisschen unaufgeräumt, aber ja, was soll ich tun? Es ist eben nicht mehr Platz da, als Platz da ist. So, der Rest, den ich gekauft habe, passt in diese Tüte und ich werde es jetzt mal auspacken und euch die Sachen zeigen, die ich gekauft habe. So, die Preise schreibe ich euch wie immer in die Infobox, also checkt das einfach, wenn euch das interessiert. Ja, und ihr könnt das wie gesagt auch immer online bestellen. So, vielleicht mal das Uninteressanteste. Das sind wieder einfach solche weißen Karten, die eben mit so dickerem Papier. Und ich finde die ziemlich praktisch, weil man da sich eben irgendwie die Weide draus machen kann. Deckblätter, ich weiß nicht. Ich finde die einfach toll und darum habe ich sie mir gekauft. Dann habe ich mir ein Washi-Tape gekauft, was ich total süß fand. Das ist eben irgendwie so ein bisschen, als wären da überall, ja, stellscharf. Ja, Briefmarken. Und ja, ich fand es irgendwie süß. Darum habe ich es mitgenommen. Und dann habe ich mir noch ein anderes Set Washi-Tapes mitgenommen. Ich glaube, ich packe das mal eben auf, weil sonst spiegelt das zu sehr. Beginnen wir mal mit dem. Das ist eben so kariert und hat dann so Figürchen drauf. Ich weiß nicht, so ein Stift und was ist das denn hier? Ah, ein Klebestreifen. Ja, fand ich irgendwie ganz goldig. Dann dieses hier in Mint. Die sind halt alle relativ ähnlich. Und dann noch dieses Pinke. Und dann gab es eben noch dieses Weiß-Rot gestreifte dazu. Ja, und das war eben, wie ihr gerade eben gesehen habt, ein Set. Und durfte auch mit. Dann habe ich mir das hier gekauft. Ja, von vorne habe ich erstmal auch gedacht, was ist das denn? Aber es ist ziemlich cool. Hier hinten könnt ihr das sehen. Ihr könnt eben, das sind eben so kleine Taschen, wie ihr hier sehen könnt. Und die haben eben diese Dinger dabei, die ihr hier auch sehen könnt, die ihr eben da dran kleben könnt. Und dann könnt ihr, boah, wie oft kann oder könnt sagen, man kann das dann einfach so in seinen Kalender reinmachen. Und ich fand das super praktisch. Die sind eben pink und orange. Und wie viel sind da drin? Ah, ich glaube, es gibt sogar noch braune. Ich glaube, es sind 6 Stück. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, fand ich aber eine coole Sache. Darum tut es mit. Dann habe ich mir Paperclips geholt. Und zwar diese hier von HEMA. Ich finde die schwarzen nicht schön, muss ich sagen. Also die schwarz mit den Blumen. Aber ich fand die mintfarbenen toll. Die gibt es eben einmal in so klein und einmal in groß. Ja, ist eben ein Set. Und ich fand das irgendwie ganz lustig. Man kann es ja auch selbst machen, wenn man hier dann so Washi-Tape macht. Aber meiner Erfahrung nach verknickt das eben dann relativ schnell und dann sieht es unschön aus. Und ja, darum habe ich mich einfach mal dazu entschlossen, diese hier zu kaufen. Und dann habe ich mir noch 3 solche Sachen gekauft. Und zwar ist das eigentlich überhaupt nicht wirklich für meinen Filofax, sondern eher für Tauschpäckchen, Briefe, wie auch immer. Und ich fand die alle so süß, dass ich mich nicht entscheiden konnte und einfach alle mitnehmen musste. Ich zeige sie euch mal ein bisschen genauer. Zum einen haben wir hier dieses Set. Ich drehe es einmal um. Das ist eben der Umschlag. Dann gibt es eben hier so ein Tag. Da steht From und To, glaube ich, oder so. Dann gibt es diese Kordel eben. Und diese
dieses Tag-Ding ist eben dann die Karte quasi. Irgendwie total goldig, oder? Ja, die gleiche Art und Weise, nur in anderen Farben und auch ein bisschen größer, ist das hier. Es ist eigentlich so ein Pink und ein Neon-Orange. Kommt nicht ganz so gut rüber. Eben wieder To und From. Und dann hat man hier verschiedene Sticker, die man noch aufkleben kann. Und das hier auf der Seite, wieder eine Kordel, Kärtchen und eben ein Umschlag. Ja, super süß. Da sind zwei drin. Und bei diesen kleineren sind acht drin. Und dann habe ich mir noch ein drittes geholt. Da sind auch wieder zwei drin. Und fand ich auch süß. Ist eigentlich vom Prinzip her genau gleich wie das Neonorangene mit Pink. Nur eben andere Farben, andere Sticker. Hier steht noch Snail Mail und hat eben gelben Umschlag. Und ja, fand ich auch schön. Ja, und das war's auch schon. Ich weiß, der Haul war jetzt nicht sehr groß, aber ich habe mir auch ein paar Sachen bei HEMA bestellt, online, die in die Filiale geliefert werden. Und darauf warte ich noch, dass ich die abholen kann. Diese ganzen neuen Sachen, die ihr wahrscheinlich auch im Internet gesehen habt, diese Sticky Notes und so, gibt es eben nicht im Laden selbst, sondern eben nur online. Und ja, auf die warte ich noch, wie gesagt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht holt ihr euch ja irgendwas von den Sachen auch. Und wer Lust vielleicht auf ein Tauschbäckchen hat, kann ja auch mal Bescheid sagen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Genießt das tolle Wetter und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!